Hallo liebe Fotofreunde, mein Name ist Mike Herfurth und ich bin Fotograf aus dem wunderschönen Rostock an der Ostseeküste. Zur Fotografie bin ich über einige Umwege gekommen. Ich habe natürlich auch einen ganz normalen Ausbildungsberuf mal irgendwann erlernt. Bin eigentlich gelernter Groß- und Außenhandelskaufmann und habe in der Ausbildung halt schon viel am Rechner gesessen, was mich eigentlich von der Kreativität her nie so richtig ausgefüllt hat. Und so bin ich über einige Umwege halt auch zur Fotografie gekommen. Schon als Kind habe ich früher viel fotografiert mit den ersten Kameras meiner Eltern, mit den ersten Kompaktkameras nachher auch. Als es digital wurde, habe ich viel rumprobiert und viel ausprobiert und ich habe mich immer gefragt, wie machen das die richtigen gelernten Fotografen? Also wie schaffen die es, solche Bilder zu produzieren? Und das war irgendwie mein Ansporn halt auch, nachher intensiver in das Thema Fotografie einzusteigen und das also quasi auch zu lernen und einfach darin besser zu werden. Am Anfang habe ich natürlich, wie wahrscheinlich jeder Anfänger, ganz, ganz viel fotografiert, was mir einfach so vor die Linse gekommen ist. Jeden Baum habe ich fotografiert, jede Person, die sich freiwillig erklärt hat, sich vor meine Kamera zu stellen, die habe ich dann davor gezerrt und habe die natürlich dann auch abgelichtet. Und am Anfang war das gar nicht so einfach, denn ich wusste ja natürlich nicht, wie ist das mit ISO, wie ist das mit der Blende, mit der Verschlusszeit. Also mit all diesen wichtigen Dingen, die man so als Grundlagen bezeichnen kann, die kannte ich damals gar nicht richtig und habe einfach nur so aus dem Blauen heraus immer fotografiert. Und das war für mich immer so der Ansporn, zu sagen, okay, ich will jetzt ganz konkret wissen, wie das technisch funktioniert, wie das andere Fotografen machen und vor allem, wie ich jeden Tag immer ein Stückchen besser werden kann in meiner eigenen Fotografie, in meiner eigenen Entwicklung. Ja, zu YouTube bin ich natürlich auch gekommen irgendwann und das war mir gar nicht so unbekannt, denn ich habe schon vor vielen, vielen Jahren mal einen größeren YouTube-Kanal gegründet. Damals ging es um das Thema Gitarrenspielen und da habe ich auch Videos produziert für eine größere Community. Damals war es auch eines der größten deutschsprachigen Kanäle zum Gitarrespielen lernen und von daher war es jetzt für mich, sage ich mal, einfach, auch diesen Sprung wieder in diese YouTube-Welt zu schaffen und vor allem Tutorials, Mehrwert zu schaffen für Leute, die prinzipiell natürlich auch das Fotografieren lernen wollen. Und so wächst mein Kanal stetig immer weiter, Stück für Stück. Und ich glaube, der Vorteil ist einfach, dass die Community, mit der ich interagiere und auf die Fragen, auf die ich eingehen kann, noch relativ klein ist. Das heißt, ich habe jetzt nicht tausende von Fragen jeden Tag, die ich beantworten muss, sondern die Community, die kennt man mittlerweile schon und man weiß natürlich auch quasi schon, welche Fragen da so ein bisschen auf einen zukommen. Und das macht mir eigentlich am meisten Spaß, dass ich den Leuten natürlich auch einen richtigen Mehrwert geben kann, dass ich aus meinen Fehlern, die ich gemacht habe, einfach das weitergeben kann und sagen kann, pass auf, du musst es so und so machen, damit dein Foto am Ende des Tages natürlich auch so aussieht, wie du es dir vorstellst. Die klassische Woche sieht bei mir so aus, dass ich natürlich versuche, möglichst viele Videos zu produzieren. Das können manchmal 3 bis 4 Videos in der Woche sein. Teilweise produziere ich auch schon vor, damit ich natürlich nicht jede Woche so viel Aufwand habe, sowas hier aufzubauen, so ein Setup aufzubauen, kostet natürlich auch immer ein Stück weit Zeit und Energie vor allem. Das ist auch mal ganz wichtig. Das vergessen auch viele, so ein Video immer zu produzieren. Das braucht erstmal ein bisschen Gehirnschmalz in meinen Augen, zu gucken, was will die Community, was kommt gut an, was kommt vielleicht weniger gut an, wie kann man das vor allem auch so aufbereiten, dass die Leute das im Grunde gleich verstehen und vor allem natürlich auch gleich mögen, weil das ist natürlich das Ziel dahinter auch, zu sagen, okay, pass auf, den Mehrwert, den ich euch jetzt gebe, der hilft euch tatsächlich auch ganz praktisch in eurer eigenen Fotografie natürlich weiter. Der Hauptpunkt eigentlich meiner Fotografie oder der Schwerpunkt besser gesagt liegt eigentlich auch in der Landschaftsfotografie und ich gebe ganz, ganz viele Workshops im Jahr. Das können Einzelcoachings sein, dass ich mit also einzelnen Personen einfach losgehe und ganz klassisch die Theorie an der Kamera halt übe. Danach kommt meistens immer auch ein praktischer, größerer Teil, wo wir halt draußen auch unterwegs sind und natürlich dann Landschaften fotografieren. Nichts ist besser, als wenn man jemanden an der Seite hat, der einem das ganz praktisch erklären kann und sagen kann, so musst du jetzt fotografieren und achte auf das oder auf jenes. Und ich glaube, das ist so ein großer Mehrwert, den ich auch bieten kann in meinen Workshops, dass wir ganz, ganz viel praktisch auch draußen unterwegs sind tatsächlich, sodass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer natürlich auch am Ende des Tages möglichst viele schöne Bilder mit nach Hause nehmen können und dann natürlich auch ihre Fotografie an sich verbessern konnten. Ja, in der Landschaftsfotografie ist man immer natürlich bemüht, das beste Licht zu bekommen und das bekommt man meistens, wenn man sehr, sehr früh aufsteht, auch wenn das immer anstrengend ist, aber das fasziniert mich jedes Mal, wenn ich früh losgehe und sozusagen einer der Ersten bin, der an diesen Spots steht und alles erwacht so langsam und das Licht ist golden, das ist blau, das ist wunderschön und das finde ich ganz, ganz toll in der Landschaftsfotografie und das gefällt den meisten Teilnehmern bei meinen Workshops auch immer,
Denn wenn sie morgens früh aufstehen müssen, sind sie in der Regel müde und zerknautscht. Aber wenn sie am Ende des Tages tolle Bilder mit nach Hause nehmen, sind sie begeistert. Und ich glaube, dass ich diese Begeisterung auch immer weitertragen kann an die Teilnehmer. Neben den klassischen Workshops und allen anderen Themengebieten, die ich so abdecke, habe ich natürlich auch immer den Anspruch, meine Bilder, die ich so mache, natürlich auch ein Stück weit zu verkaufen. Das kann passieren durch Bildbände, durch Kalender, durch andere Dinge, durch Printartikel, die ich halt so anbiete. Und es ist immer was anderes in meinen Augen, dass man nochmal so ein Bildband vor sich hat beispielsweise und das durchblättern kann und dann sieht halt, okay, du hast dann dort fotografiert und man erinnert sich klassischerweise nochmal an die Situation zurück. Und wenn man das nochmal so richtig haptisch vor sich liegen hat als Buch oder als Kalender halt, dann ist es was ganz anderes. Das ist richtig, das macht nochmal richtig Spaß und das gibt einem so ein richtig schönes Gefühl vor allem. Und klassischerweise der Warnemünde-Kalender, der kommt jetzt schon im vierten Jahr raus und er freut immer einer großen Community. Also ich bin da immer sehr dankbar für, dass es halt Menschen gibt, die das auch kaufen und sagen, okay, da geben wir so ein Stück weit was zurück. Natürlich auch, weil sie selbst die Landschaften vor Ort hier, beispielsweise jetzt auch in Warnemünde, so sehr lieben und sich das gerne zu Hause auch natürlich hinhängen. Und das ist für mich auch immer so ein Stück weit toll, das zu sehen, wo die ganzen Sachen hingehen. Teilweise in die Schweiz, nach Österreich verschicke ich Kalender und Bildbände und das ist ganz, ganz toll zu wissen, dass jetzt dort irgendwo in einem Ort entfernt, dass jetzt Menschen sich erfreuen an dem, wo man sich selbst schon lange Zeit dran erfreut hat und vor allem in die Zeit und in das Bild oder in die Bilder, die man gemacht hat, auch die Zeit und die Intensität reingesteckt hat. Ich glaube, ich bin relativ unkompliziert als Fotograf und wenn jetzt Auftraggeber zu mir kommen und eine gewisse Vorstellung haben von einigen Sachen, dann bin ich auch ehrlich und sage, okay, das kann ich abdecken, das würde ich auch abdecken, aber es gibt auch gewisse Bereiche, die würde ich nicht abdecken, weil ich mich einfach, also nicht technisch nicht rantraue, sondern weil ich einfach nicht die Erfahrung in dem Bereich beispielsweise habe, die ich mitbringen müsste, um tatsächlich nachher ein 100% sehr gutes Ergebnis auch abliefern zu können für den Kunden. Das ist mir, glaube ich, extrem wichtig. Deswegen ist es bei mir nicht so, dass ich jeden Auftrag um jeden Preis auch annehme, sondern ich gucke halt schon ganz genau, was passt zu mir, was passt zum Kunden, passen wir zusammen. Und ich glaube, das zeichnet mich als Fotografen hier auch in der Region einfach aus, dass man mich natürlich sich auf mich verlassen kann, dass ich zuverlässig bin, dass ich auch nicht sage, das mache ich und nachher kommt das gar nicht mehr raus. Und ich glaube, das sind so meine größten Stärken, um sie mal zu nennen, die mich so als Fotografen hier im Endeffekt auszeichnen. Ja, vielen Dank, dass du das Video angeschaut hast. Und wenn du selbst mal einen Fotografen benötigst, dann melde dich gerne bei mir. Alle weiteren Informationen findest du unter dem Video direkt in der Videobeschreibung oder schau am besten mal auf meiner Webseite vorbei unter mike-herfurth.de. Vielen Dank, alles Gute für dich und vor allem für deine Fotografie.